Street Photography Münster. Vom 14. September bis zum 12. November stellten die Fotografen Udo Fattmann und Rainer Schlag ihre Fotos im Bennohaus aus. Vor gut anderthalb Jahren war die Idee geboren bei mir, eine Streetfotografie-Seite aufzubauen. Und jetzt versuchen wir das halt in Münster so ein bisschen nach außen hin zu tragen, über kleine Ausstellungen, Internetseite, Postkarten und dergleichen. Laut dem Fotografenduo haben die beiden verschiedene Arbeitsweisen, sodass unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Diese ergänzen sich in der Street Photography Ausstellung jedoch ausgezeichnet. Udo ist der Geduldige, ich bin der eher Ungeduldige. Also Udo geht an einem Ort und sieht von der Grundsubstanz, boah geil, ne? Da ist jetzt eine Szenerie, wo auch ein roter Teppich liegt. Ne? Dann stellt er sich da eine halbe Stunde hin und irgendwann läuft da eine Frau mit einer roten Handtasche drüber und dann bums, hat der ein mega geiles Foto. Im Gegensatz zu Rainer Schlag, der nach dem Motto Catch the Moment arbeitet, hält sich Udo Fattmann an sein Konzept Weniger ist mehr. Sehr reduziert bin ich unterwegs. Der Mensch ist eher nur peripher, der ist eigentlich nebensächlich, aber er fügt sich, wenn, in so eine Gestaltung irgendwie mit ein, aber er ist nicht unbedingt im Vordergrund, sage ich mal. Wir machen für natürlich die Streetfotografie auf jeden Fall weiter. Ich arbeite gerade für mich jetzt, also jetzt hat mit der Streetfotografie Münster an einem Thema seit anderthalb Jahren Alltäglichkeiten. Das wird wahrscheinlich 2020 in einer Ausstellung stattfinden, wo ich die banalen Dinge des Alltags fotografiere. Durch diese digitale Fotografie, da kann man ja auch verschiedene Botschaften verstecken und ich bin da auch was am Plan dran und ich sage jetzt mal nur unter uns Kegelschwestern, Stichwort Weltherrschaft. Mehr sage ich nicht. Für alle, die die Ausstellung im Bennohaus verpasst haben, gibt es eine weitere Chance. Ab Juni nächsten Jahres werden die Bilder der Fotografen im Kulturbahnhof in Hiltrup zu sehen sein.